Oh, also war auf dem Knochen, ne? Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Toll. Minuten. Hoffentlich tollen Fußball. Oh. Aguero. Paul. Und der Schiedsrichter tut gut daran, gleich mehr ausgeführt? Ein Zeichen zu setzen. Ja. Lol. Lol, was ist denn jetzt los? Marco Reus. Er attackiert ihn. Er will den Ball. Ja, ja. Ah, lass ihn raus. Was? Okay. Ja, aber gegen zwei hätte er weiterlaufen lassen können. Manchester City. Die haben einen starken Jovetic, war vorne. Der ist relativ schnell. Die haben, glaube ich, jede Position gut besetzt. Jetzt ein weiter Pass für Sergio Aguero. Aubameyang. Ja, fang halt mal an zu laufen, ohne. Alter. Der ja. Jetzt hab ich gesehen, warum er nicht gelaufen ist. Läuft er jetzt rückwärts hin, der Schiri? Ja. Jetzt gibt er dem eine Karte, Achtung. Die diskutieren erst, jetzt geht er hin, jetzt hebt er die Arme irgendwie. Nee, doch nicht. Hab's kein Gelb. Was? So, ich versuche wieder reinzuflanken, ja. Jo. Es ging ja auch richtig turbulent zu in der Vereinsgeschichte von Manchester City. Aber oh, das war mal gar nichts. Ganz oben angekommen zu sein. Und die Fans erweisen sich immer als äußerst loyal, so wie in den späten 90er Jahren. Das ist ja nicht selbstverständlich. Dann. Jesus Navas. Der ist schnell. Nice. Mkhitaryan. Ein weiter Pass. Er sucht Aubameyang. Diesen. Ach, mit links. Das kann er wahrscheinlich nicht. Ja. Ich weiß nicht, wenn er das angehalten hätte. Ja, aber das, das Abspiel wäre auch nicht gegangen. Ich war immer zu. Von zwei. Ja, wäre nicht gegangen. Oh. Mal, ich drück hier Ball abschirmen und der Typ dreht sich mit der offenen Seite zum Gegenspieler. Jetzt könnte es gefährlich werden. Frank Lampard am Ball. Achtung! Oh. Falsch. Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Weil Mkhitaryan schon wieder dreimal drücken hat müssen nach oben, dass er ihn auswählt. Ah, das. Jetzt ein weiter Pass für Sergio Aguero. Ah, hat er gesehen. Nasri. Bender. Genau, ja, genau. Aubameyang meine ich. Aubameyang. Das ist Kompanie. Das Kompanie sein ist relativ schnell. Jesus Navas. Nice. Reus. Das könnte was sein. Feuer. Oh. Was? Schade. Das war ganz, ganz eng. Oh. Hat ja, also ein bisschen langen Schritt gehabt noch, aber naja. Ich weiß nicht, ob der so der gute Schütze ist. Er ist eher schnell, wa? Ja, eigentlich ist er extrem guter Schütze, glaube ich. Ja. Ja, nice, dann nehme ich mal. Ein geschenktes Pause ist doch nicht. Jesus Navas. Oh. Boah, gut, sehr war gut. Abseits. Oder? Scheiße. Ja, er war gut. Er war gut. In den Haken und dann zack, reingeschlänzt. Ja. Ja, aber leicht im Abseits, würde ich fast behaupten. Ja. Das sah ein bisschen komisch aus. Oh, komm. Achso. Ich weiß nicht mal, ob du noch drücken musst oder die. Nee, die. Manchester
Mannschaftskameraden aus. The fuck. Bei Kuh kannst du mal einen Freistoß machen, weil jedes Mal werde ich ausgewählt. Jetzt mal eine Karte wenigstens. Das will ich aber mal hoffen, nee. Warum kann ich nicht schießen? Ich könnte das. Ja, no! Gibt's einen alten Mann dafür. Weil der hat ja seinen Spieler noch nicht schnell hingestellt, ne? Also ich habe unten zwei Balken voll gehabt und habe volle Hände nach unten gedrückt. Okay. Und auch relativ mittig. Im Rechtsbein halt. Kann er sich schon mal reinziehen. Ja, siehst du, wie er hinrennt? Ja. Schön den eigenen Torwart blockiert. Den gucke ich mir gerne nochmal an. Touré. Zabaleta. Jesus Navas. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Alter. Der den nur direkt wieder, ey. Schön. Ball, sagt Frank Lampard. Klappt meistens nicht mehr. Frank Lampard am Ball. Schön, schön. Was? Wo war denn das jetzt faul? Eindeutig Ball gespielt, aber. Schon, ne? Tieren. Ne, ich war im Abseits. David Silva. Ninja Move. Jetzt ein weiter Pass für Sergio Aguero. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. What the fuck? Geil, oder? Das ist. Da könnte was draus werden. Das war schon. Alter, das ist manchmal so krass, wie die durch den Ball durchlaufen, oder? Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das Realismus darstellen soll, dass man manchmal, keine Ahnung, dass sie an ihre Alte denken, dass sie unkonzentriert sind, was weiß ich. Aber das nervt manchmal extrem, wenn du diesen Spieler anwählst und der dann so rumgeist. LOL. Hast du den Torwart rausgeholt? Ne, ich hatte einen Spieler. Warum ist der Torwart so weit rausgekommen und fäustelt den ihm direkt in die Arme? Weil er bloß abgedrückt, dann haben wir bloß Schießen getippt. What the? Ja, braucht wieder Ewigkeiten. Schmelzer. Gündogan. Ja, das ist gut. Das ist gut. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Shit. Einwurf, Gott. Ah, oh, schade. Okay, das war jetzt. Balleroberung im Mittelpunkt. Gündogan. Bender. Aubameyang. Alter, das. Ja, hast du gesehen, wie die mich gefoult haben, ey? Ja. Drei rumgekrätscht, die Penner, ey. Ja, endlich. Was? Hast du es abgegeben? Wie denn? Weiß ich nicht, warte mal, kann ich das. Rechter Stick. Drück mal den rechten Stick dann. Okay. Hab ich gerade probiert, ging nicht. Toll. Piszczek. Schmelzer. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Ja, ist was für Aubameyang, muss er mal hingehen. Zur Pause 2 zu 1. Ah, das ist aber ein guter Gegner. Willst du was umstellen, oder? Nee, lass mal noch. Die Führung hier, die knappe, sagt noch nicht viel aus. Nee, Manni, also definitiv nicht. Das ist alles andere als ein Ruhekissen. Das, was wir hier in den ersten 45 Minuten gesehen haben, lässt. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft.
Zabaleta. Toller Pass. Lol. Stark. Oh. Er stark. Groß rauskommen, ah, aber hier verfehlt er. Ja, kann ja nicht immer funktionieren, kann ja nicht immer klappen, aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Reus. The fuck? Warum ist denn das kein Foul? Ruhiger Spielaufbau. Aber dann können sie den Ball nicht behaupten. Lol. Nice. Gündogan. Wäre nicht mal gepfiffen worden, ne? Alter, schieß doch, Mann. Bender. Lol, ich laufe auch noch genau rein in seinen ungetimten Angriff. David Silva. Alter, ich bin genau dran, ich bin dran. Klasse Zuspiel. Nice. Schön. Ah. Gündogan. Zu früh. Was? Abseits. So, das ist Abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr, aber eine richtige Entscheidung. Zabaleta. Touré. Der ist ein Baum, der Typ, ne? Ja. Bender gerade fast gestorben, einfach weil er gegengelaufen ist. Kagawa. Ah, zu lang. Jesus Navas. Abseits? Ja. Herrlich gemacht. Nee. Foul für uns. Und das aus gefährlicher Position. So, was soll ich drücken? Den rechten Stick? Läuft, ne? Nee, mach's einfach wie vorher. Warte mal, nichts drücken. Du schießt. Okay. Du hast schon Ball genommen. Freistoß wird ausgeführt. Oh. Freistoß war nicht schlecht. Ach. Kein Problem für den Torhüter. Komm, geht zu. Lol, jetzt pfeift er, wa? Wenn ich den Ball hab. Für was? Für ihn? Ja, ich sag ja, was soll denn der Mist? Die ganze Zeit zupf ich da. Ja, der, nicht er macht mal den Moonwalk. Ist schwierig. Jetzt gucken wir, wollen wir irgendwas einstellen? Wir könnten wechseln wie letztes Mal. Shahin. Aubameyang raus. Ne, Aubameyang auf rechts, Mkhitaryan raus. Und Rama hier Immobile rein. Ja, ja. Okay, habe ich gemacht. Das war so etwas wie das Ziehen der Reißleine. Der Spieler ist vom Trainer vom Platz genommen worden. Und das ist vollkommen nachvollziehbar. Das war überhaupt nichts heute. Da kommt auch nur ganz müder Applaus von den Rängen. Und ich bin gespannt, wie wir ihn im nächsten Spiel erleben. Jesus Navas. Alter. Dzeko. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Er trifft nicht. No. Kagawa. Ma. Jesus Navas. Spiel Kagawa. Das ist jetzt seine Chance. Was gibt's denn hier? Kann nicht sein, dass ein rechter Abwehrspieler schneller ist als mein. Abseits. Nee, ich wollte eigentlich auf Immobile. Ja, ich weiß, das ist manchmal beschissene Macht oder so. Irgendwie nehmen die immer, haben die Kunst, die ungünstigeren zu nehmen. Dzeko. Was? Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Er hat keine Energie mehr, ey. Schatten doch schon wieder.
oder mehr. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Mal ein bisschen offensiv ein. Ja. Los. Ja, ich hab den rausgeholt. Ich dachte, der geht in den Strafraum, aber der ist so, aus dem Strafraum rausgerollt wieder. Reus. Fällt natürlich. Oh, sehr schön. Und Achtung, genau hingeschaut. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Das wird ganz gefährlich. Ach, Nasri. Dzeko. David Silva. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Ja. Nein, wieso spielst du richtig ab? Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbringen. Dzeko. Nice. Na, was war denn das gleich für ein Pass? Nein! Ja! Und jetzt sind sie wieder zurück in der Partie. Nice! Sehr, sehr nice. Richtig geil der Pass. War schön gemacht, mein Tormann. Kakaba ist fucking schnell, ne? Ist der Typ ja auch noch. Mit Ballfall. Ja. Ich hätte eher gedacht, das war Immobile, aber den Reishut nie gesehen. Jetzt macht er nochmal voll Druck, ey. Alter, ich wollte schon sagen, was ist denn... Ja, Gott sei Dank macht er den Übersteiger nicht. Nice. So. Mal nach vorne werfen irgendwie. So, und es wird sehr, sehr oft gemeckert über Schiedsrichter. Hier alles korrekte Entscheidung. Abseits. Geschenk. Weit vor dem Tor nimmt er den Ball auf. Ja, da hat er richtig gut mitgespielt. Das toll. War ein bisschen zu zentral. Wollte eigentlich mehr nach rein. Bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal, ob das wieder eine klasse Parade des Keepers. Ja, so gut, oh, gut. Kommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Wieder 5 Minuten, ernsthaft, ne? Ist immer 5. Scheiße, ich bin gerade vorne losgesprintet. Ja. Na, unentschieden, ist gut.